Verwahrungsraum 53 belegt mit 2 Strafgefangenen, das meldet Strafgefangener Schneidereit. Strafgefangener Schneidereit, mitkommen. Sie wollten mich sprechen. Ja. Ja. Kennen Sie die Geschichte vom Hasen und vom Igel? Die müssen Sie doch kennen. Die kennt doch jeder. Wie der Hase immer rennt und rennt und der Igel ist immer... Was schätzen Sie, wie viele Hasen kommen auf einen Igel? Machen wir jetzt Märchenstunde? Nee. Nee, das geht so nicht los. Das funktioniert nicht. Ich muss anders anfangen. Bringen Sie mir bitte eine Tasse Kaffee. Verstehst du? Mensch, hör auf, Mann. Ich weiß doch gar nicht mehr, was hier Sache ist. Eben wie drüben. Pass auf. Auf jeden Igel kommen immer 1000 Hasen. Mindestens 1000. Aber du musst der Igel sein in dem Spiel. Nur das zählt. Schneller sein. Kräfte schon. Den Hasen, das Fell über die Ohren. Die wäre doch was für uns. Was heißt für uns? Los. Schreib auch mal, Fred. Ja, mach ich. Du auch. Ja. Der Igel. Ach, bitte. Mach doch keinen Quatsch. Tschüss. Danke.
Stuhl frei oder erwarten Sie jemanden? Bitte. Haben Sie mal Feuer? Immer. Oh Mann, oh Mann. Danke. Ist Ihr Freund weg? Ja. Mein Bruder. Wollen Sie verreisen? Ich war verreist. Weit? In die Ecke. Lange? 8 Monate. Na? 8 Monate. Ein Ding kommt erst zum Kullern, wenn es wirklich rund ist. Das ist ein Spruch von meinem Bruder. Vor dem 13. August war mein Bruder Lagerverwalter im Maschinenbau, wenn Sie verstehen, was ich meine. Und der hat vielleicht Dinger gedreht. Aber der hat sich eben nie erwischen lassen. Zu clever, mein Bruder. Was macht er jetzt? Geld. Drüben. Und Ihre Eltern? Die haben einen Löffel abgegeben. Tot? Ja, alle beide. Vater im Krieg und Mutter kurze Zeit später. Ich bin eine arme Waise, wie man so sagt. Das ist sehr traurig. Mein Bruder hat mich großgezogen. Aber mit Bierflasche und Ausgang bis zum Wecken. Kann sein, dass er durch ein bisschen frühreif wird. Naja. Aber eine schöne Zeit. Darf ich mal hier? Danke. Holla, holla. Ich stamme aus einer vornehmen Familie. Ach nee. Als ich aus dem Jugendknast kam, bin ich zu Hause rausgeflogen. Naja. Wie alt waren Sie denn da? Natürlich erst nach meinem 18. Geburtstag, weil mein Vater Schiss um seinen Stuhl in Betrieb hatte. Ihre Mutter hat das so... Meine Mutter? Meine Mutter. Zu der hat er gesagt, du kannst jederzeit mit deiner Tochter gehen. Dann hat sie sehr geweint, die liebe Mama, und blieb in ihrer Komfortwohnung. Wie lange ist denn das her? Naja, das ist jetzt genau... Sag ich nicht. Wir wollen hier aussteigen. Und mein Schwesterchen? Die feine Dame mit ihrem Doktor? Einmal besucht hat sie mich. Nicht mal Klamotten gebracht für den Winter. Ich latsche hier im Schnee rum und friere. Aber das gibt Revanche. Es ist nämlich ein Punkt bei ihr, der ist empfindlich. Wollen wir rollen? So, da sind wir. Hier rechts. Mann, sieht das aus. Das ist noch von gestern Abend. Wir haben ein bisschen gefeiert, mein Bruder und ich. Typische Männerwohnung, das sieht man. Wenn nicht zum Aufräumen hier kommen. Besuch war nicht eingeplant. Stinkt ein bisschen, ne? Bisschen. Werd mal lüften.
Ah, deswegen Mexien. So, Vorstellung zu Ende, haut mal ab hier. Weg! Das ist Mexien. Auf dem Bild sieht Ihr Bruder gut aus. Kommt er oft? Wie ist er klar? Wenn er Beifall braucht, dann zählt er seine Erfolge auf und ich soll klatschen. Ich latsche in der Kneipe und hole was zu trinken. Ne? Oder vielleicht erstmal einen Kaffee. Einen schönen heißen Kaffee. Heißen Kaffee. Ich habe Eisfüße. Baden. Das wäre jetzt was. Ja, das geht. Meinst du, ich habe keine Badewanne? Müsst du nur Feuer und Graffel werden. Oh, eine Wanne mit heißem Wasser, das wär's. Kein Problem. Ja, 8 Monate Knast. Für kleine Leben ist mal wahr. Vielleicht könnte man da noch mitbauen. Hat man nicht verkehrt. So, geht gleich. Sie sitzen wegen eines Tötungsverbrechens ein. Und nun wollen Sie also vorzeitig entlassen werden. Eine Aussetzung kann nur gewährt werden, wenn feststeht, dass sich in Ihnen ein Wandel vollzogen hat. Ihre Führung war gut. Das bestätigt auch der Leiter der Strafvollzugseinrichtung. Aber hat sich in Ihnen ein Wandel vollzogen, Schneidereit? Sie kennen doch meine Geschichte. Sie wissen von meinem Bruder, Sie wissen von Vera. Sie wissen, dass ich da eigentlich doch bloß so... Wie gut kennen Sie sich? Darüber müssen Sie sich Klarheit verschaffen. Sie über sich. Wandel. Was ist denn für ein Wandel? Was soll sich denn bei mir für ein Wandel vollziehen? Was wollen Sie denn eigentlich von mir? Ich von Ihnen? Das Gespräch ist beendet. Ein Wandel. Bei mir soll sich ein Wandel vollziehen, verstehst du? Ha.
Was denn für ein Wandel, Mensch? Sag mir das mal. Kannst du mir bitte mal sagen, was ich bei mir für einen Wandel vollziehen soll, ne? Reingeschlittert bin ich in die ganze Scheiße. Reingeschlittert. Verstehst du? Mein Bruder mit seinen Scheißsprüchen. Und Vera mit ihrer verfluchten Geldgier. Und ich, Idiot, ich mach da mit, Mensch. Und ich, Idiot, fall auf die Fresse. Fall ins Rohr. So, und jetzt soll sich bei mir einen Wandel vollziehen, bei mir. Ach, Mensch. Nee. Ich war doch kein Schläger. Nie ein Schläger. Und ein Totschläger. Ein Totschläger doch schon nicht. Schon gar nicht. Ich war immer ein friedliebender Mensch. Und nur soll sich ein Wandel, warum denn dann bloß? Wie denn dann bloß? Oh Gott, sind die bescheuert, wenn ich die bescheuert. Du, die kapieren es nicht. Die kapieren nicht, dass ich da reingeschlittert komme. Komm, hör auf zu heulen. Schneiderei. Tag. Sie wollen zu Ihrem Mann? Ja. Suchen Sie ihn öfter? Ja. Seit ich wieder draußen bin. Ich glaube, Ihr Mann braucht Sie. Vorzeitig entlassen werden. Was solltest du denn tun? Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was er eigentlich von mir wollte. Denkt noch genauso wie sein Bruder. Schuld haben immer die anderen. Hase und Igel. Aber es rumort bei ihm. Hoffentlich hat seine Frau alles begriffen. Ja. Und dann hatte ich noch ein längeres Gespräch mit dem Leiter des Strafvollzuges. Hm. So. Und jetzt lass uns mal Kaffee trinken fahren. Oh ja. Hübner war bei dir. Na und? Gibt's eine Hoffnung? Aber erst durchsehen. Ach, ah. Na los. Komm, Ernst. So, nun wollen wir mal sehen, wie es klappt. Nicht drücken, nur ziehen. Wenn der Torhüter Hahn genauso wird, wie das hier los ist. Ja, na, das wird ja eine tolle Nacht werden. Ich hab
dir einen Kuchen mitgebracht. Und einen Brief. Von wem? Von deinem Bruder. Schmeiß ihn weg. Er ist doch schließlich dein Bruder. Schmeiß ihn weg! Nicht so laut. Gut, gut. Aber Fred, versuch nicht, dir was vorzumachen. Er soll mich am Arsch lecken. Verstehst du? Du müsstest doch mal irgendwann deine Familie informieren. Was? Na, dass du unter der Haube bist. Und dass du einen schönen Mann hast. Und dass du zufrieden bist. Wird lustig. Meinem Vater ist es piepegal und meiner Schwester ist es peinlich, dass ich überhaupt existiere. Die vornehme Kuh. In der Schule immer auf der ersten Reihe, aber zu mir als zur Sekretärin hat es auch nicht gelangt. Dann hat sie sich ein Kind andrehen lassen von so einem ganz jungen Schnösel. Dann kam sie zu mir, heulen und Zähne klappern. Da habe ich sie gefragt, ob sie bescheuert ist. Hast doch einen gut aussehenden Chef, habe ich gesagt. Dann machst du ihn mit dem, dann ist das Kind eben von dem. Ohne mich sehe sie die heute schön da, von wegen feine Dame und Professorengattin. Naja, und weil ich das weiß, hat sie mir ein paar Piepen zugeschoben. Weil sie Schiss hat, dass ich ihrem Mann irgendwas zuflüstere. Guck mal. Prima. Wie oft? Was? Na, wie oft hast du das ausgenutzt, den Tipp mit dem Kind? Das habe ich überhaupt nicht ausgenutzt. Sie hat es mir gegeben. Wie oft? Zweimal. Und diese Tante schämt sich, dass du auf der Welt bist? Für die existierst du nie mehr? Na. Bescheiden sind nur die ganz Dummen, würde mein Bruder sagen. Was hätte denn dein großer Bruder gemacht, ha? Mein Bruder? Hätte sich die Dame aber gewundert. Jede Woche. Naja gut, also nicht jede Woche, aber mindestens jeden Monat hätte der sich zur Kasse gebeten. Schon aus Gemeinheit, weil es eine dämliche Ziege ist. Da wäre jeden Monat der Postbote gekommen und hätte eine Rate gebracht. Nicht zu hoch, aber regelmäßig. Solide, verstehst du? Und die hätte sich mal trauen sollen, vergesslich zu werden. Oder plötzlich keine Lust mehr zu haben. Mein Leon. Na, angenommen, sie wäre plötzlich geizig geworden. Nee, das werde ich nicht. Ja, bloß mal so angenommen. Doch der Postbote gebracht, ne? Und da behält man doch diese kleinen Abschnitte, verstehst du? Aber was meinst du, wie sich ihr feiner Gatte über diese kleinen Abschnitte gefreut hätte? Die sind doch der Beweis, dass ein Knabe nicht sein Knabe ist, verstehst du? Dass er ihn die ganzen Jahre prima aufs Kreuz gelegt hat. Nee, du, die wären nicht geizig geworden, tot sicher nicht.
fabelhaft. Ein Ding kommt erst zum Kullern, wenn es rund ist, sagt dein großer Bruder. Und der hat recht. Ab morgen zahlt sie jeden Monat. Was meinst du, wie viel? 200? Quatsch. Na was denn, mehr oder weniger? Quatsch, spinne hier rum, das können wir doch nicht machen. Warte mal, wer hier ist. Ich hab dich doch gebeten, mich nicht mehr anzurufen. Schön, dass du meine Stimme erkennst. Was willst du denn? Ich wollte dir nur mitteilen, dass ich verheiratet bin. Ich heiße jetzt Schneidereit. Schneidereit. Ja und? Wollte dir nur mitteilen, wie du mich von jetzt ab telefonisch erreichen kannst. Und zwar im Institut unter der gleichen Sammelnummer wie dein Mann. Natürlich eine andere Baratnummer. 214, Casino-Küche. Staunst du, was? Du lügst. Ich habe aus Liebe geheiratet. Ich lass mich von dir nicht mehr unter Druck setzen. Du verschwendest deine Zeit. Pass mal auf, ja? Ich lass mich von dir nicht mehr unter Druck setzen. Und du kannst mich auch nicht mehr erpressen. Hallo? Hallo? Hier ist deine Schwester Vera. Ja, hier. Na, was willst du denn? Was ist denn los? Was soll denn los sein? Ich telefoniere. Schande. Und dein Mann ahnt gar nichts. Nein, kein Mensch. Außer Vera. Naja, schon gut, schon gut. Errege dich nicht. Sobald sie sich wieder bei dir meldet, wirst du ihre Forderung kurz und billig zurückweisen. Aber energisch, verstehst du? Wenn sie die Drohung wahr macht? Das wird sie nicht. Das wird ihr nichts mehr nützen. Glaubst du vielleicht, Bruno würde ihr das noch abnehmen nach 16 Jahren? Ich weiß nicht. Na also. Er wird doch nach so langen Jahren nicht die Ehrlichkeit eures Sohnes anfechten. Vater, ich möchte einfach, dass er sein Selbstbewusstsein behält. Ah, so schnell geht bitte das nicht. Bitte sprich mit ihr. Es wird alles gut, Sophie. Ja, du machst es dir wieder mal leicht. Das heißt leicht. Du hättest sie damals nicht aus dem Haus werfen sollen. Und meine Stellung im Betrieb? Unsere Familie? Große Worte, Vater. Erst hast du Vera verhätschelt und wie sie schwierig wurde, da hast du sie Mutter überlassen. Mutter musste immer alles ausbaden. Weder Ohrfeigen noch Moralbrechen haben genutzt. Das weißt du so gut wie ich. Nächtelang hat sie sich rumgetrieben. Die Berufsschule hat sie verpasst und die Lehre nur mit Ach und Krach geschafft. Dabei war sie nicht mal dumm, nur faul. Wirst du nun zu ihr gehen? Naja, ich hätte es wissen sollen. Das war wie die Schwabes-Rumpelkammer. Das Fußballländerspiel DDR Uruguay wurde gestern in Rostock ausgetragen. Eine Aufzeichnung dieses Spiels können Sie ab 11.05 Uhr erwarten. Liebe Zuschauer, bis zum Beginn des angekündigten Fußballspiels haben wir noch etwas Zeit für ein Abenteuer mit Hase und Wolf. Viel Spaß. Ну, погоди! Postanweisung. 200 Mark.
Unterschrift. Hier. Yeah. Wenn du nicht zukicken kannst, dann mal setz, steh auf und setz dich in den anderen hin. Wer quackelt denn da dazu? Kontra. So, Kontra und Luca. Du, dein Feldwebel. Ach, bei ihm. Na, noch ist er nicht gelobt. Komm, da Ruhe, komm. Na? Mist. Nichts zu machen, Pferde. Ja, 25 Pfennig von jedem. Aber das hätte schief gehen können. Ja. Das ist jeder angewiesen. Warte. Pausenfüller, jetzt gehst du nach Hause? Jungs, ich hab euch gesagt, wenn meine Madame kommt, ist voll. Komm. Alter, für eine Scheiße, jetzt kommt hier. Zügig. Nee. Ja. Oh, ja. Danke. So. Warum denn gerade du? Warum macht er ausgerechnet dich zum Casino-Chef? Ich hab dir doch gesagt, dass der Wirtschaftsleiter scharf auf mich ist. Krückeli. Fettsack. Ausgerechnet der Fettsack. Schlafen? Wenn ich mit dem geschlafen hätte, hätte er mir doch den Posten nicht gegeben. Fred? Komm mal her. Willst du mal was sehen? Was? Na? Denkst du, es gibt ein popiger Wirtschaftsleiter dafür aus? Mann, das sind ohne 2200 Mark. Das bringst du sofort zurück! Ich bin doch nicht bekloppt! Das müsst ihr doch merken, Mensch! Ach! Wir haben doch schon lange keine Revision mehr gemacht. Verwaltung sein. Sechsmal machen wir das. Das sind Runde 12.
Was machen wir damit, ne? Das Geld muss aus dem Haus. Es kommt auf die hohe Kante, auf dein Konto. Quatsch, ein Anruf von der Kripo genügt. Nicht doch. Nicht doch, Frau Schneidereit. Auf welchen Namen ist denn das Sparbuch ausgestellt? Ach so. Fräulein Vera Hallam. Na, siehste. Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Unheimlich vorsichtig sein. Aufpassen. Verstehst du? Bloß keinen Fehler machen. Das Sparbuch, das muss auch aus dem Haus. Du steckst den Kuvert und gibst deiner Schwester. Sophie? Ja. Und die hebt das gut für uns auf. Wenn wir was brauchen, holen wir es ab. Und ansonsten hebt die das gut für uns auf. Ist das zu riskant? Kein Mensch kommt auf die Idee, das Geld bei deiner Schwester zu suchen. Wenn sie es nicht nimmt? Wenn sie es nur nicht nimmt, Mensch. 12.000 Euro, ja? 12.000. Du, Mama, oder? Ja? Weißt du, was wir machen? Wir machen so eine richtige, fantastische Reise. Ja. Mit dem Boot. Was, mit dem Boot? Mhm. Ein Flugzeug. Abstürzen, ne? Nee, nee, mit dem Boot. Er war der Elbe runter. Und dann Bier bei Lütschicht. Das hast du dir gedacht. Auf alle Fälle brauchen wir Geld. Viel Geld. Viel Geld. Kannst du alles haben. Reisen. Mädels. Karl? Scheiße. Ich bin schuld. An dem Geld bin ich schuld. Ich habe sie angestiftet. Sie hat sie geklaut, aber ich habe sie angestiftet. Weißt du? So? Ja. Weil Geld. Geld, das war für mich was Ungeheures. Das war was enorm Beruhigendes. Große Summen, das gab mir Sicherheit, Sicherheit. Erst dann, wenn ich in dem Sparbuch nachgeblättert habe und sah, wie das so wächst und wächst und wächst. 2000, 4000, 6000, 8000. Zum Schluss waren es 10.000 mit den Raten von der Scheißschwester, beinahe 10.000 Mark, 10.000. Nur daran konnte ich mich aufgeilen. Das war für mich wie... Warum bloß? Das musste doch schief gehen. Musste doch schief gehen. Ich hab's gewusst und ich konnte nie aufhören. Sag mir doch bloß mal, warum ich nie aufhören konnte. Sag mir das mal. Warum ich dieses,
dieses Scheißgeld so verrückt gemacht hat. War die Polizei schon da? Noch nicht. Morgen früh wollen sie es der Kripo mitteilen. Hast du was zugegeben? Sehe ich so aus? Im Gegenteil. Ich bin sicher, es langt nicht für einen Beweis. Sie wissen nur, es fehlen viermal runde 2000 Mark. Ja, ja. Ein Idiot. Aber sie werden überzeugt sein, dass du es hast. Also werden sich die größte Mühe geben, dich zu überführen. Wir werden uns die Bude auf den Kopf stellen. Und bis zu deiner Schwester ist es nicht weit. Du musst dein Sparbuch zurückholen. Du hast mir doch gesagt, bei ihr ist es am sichersten versteckt. War es ja auch. Aber jetzt brauchen wir absolute Sicherheit. Verstehst du? Dein Sparbuch muss her. Sofort. Am besten gleich jetzt. Gleich jetzt. Jetzt ist ihr Alter da. Gut. Am besten gleich morgen früh. Bist du verrückt? Kannst du nicht einfach hier raufkommen? Was ist los? Wir sind geliefert. Quatsch. Warte, Schick hat das Sparkassenbuch, er weiß alles. Er hat mich ganz einfach zu sich bestellt. Ich wünsche nicht, in die Zusammenhänge einbezogen zu werden. Also kurz und gut, entweder ich melde mich innerhalb von 24 Stunden bei der Kripo oder er übergibt das Buch der Staatsanwaltschaft Ende. Das gehe ich jedenfalls nicht nochmal. Anonym. Was? Er will das anonym schicken, verstehst du? Was sagt er? Er will nicht in die Zusammenhänge einbezogen werden. Klarer Fall, der will anonym bleiben. Dann fast du. Hab mal keine Angst, wie sie. Werd mit dem feinen Pinkel mal reden. Werd ihm klar machen, dass es für ihn und seine Familie kein Festessen wird. Wenn er dein Sparbuch der Staatsanwaltschaft übergibt. Sie haben meiner Frau ein Ultimatum gestellt. Das ist wohl nicht das richtige Wort. Ja, Sie wissen bloß nicht alles. Ich meine, die Sache ist ein bisschen anders, als Sie wissen. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn Sie sich erst mal informieren lassen, so... Von Mann zu Mann. Ich sehe absolut keinen Grund. Aber wenn Sie sich unbedingt in Ihren Kreisen lächerlich machen wollen, bitte, Herr Doktor. Wollen Sie mich erpressen? Ja. Genau. Hallo. Hallo. So, ich komme morgen zwischen 17 und 18 Uhr in Ihr Büro. Und da sind wir gefälligst unter uns, in Ihrem Interesse.
Keine Panik. Vorläufig weiß kein Mensch, dass ich hier bin. Vorläufig nicht. Was soll das? Ihre Vorsicht ist überflüssig. Oh, das würde ich nicht sagen, Herr Doktor. Meine Vorsicht ist doch in Ihrem Interesse. Kommen wir zur Sache. Wissen Sie, dass wir verwandt sind miteinander? So, wenn es das war, was Sie mir eröffnen wollten, dann können Sie mein Zimmer gleich wieder verlassen. Ich verstehe, dass Sie auf diese Verwandtschaft keinen Wert legen. Okay, halten wir uns nicht mit der Vorrede auf. Ihre Frau hat von meiner Frau vor ungefähr 17 Jahren einen schlauen Tipp gekriegt, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ja, ich weiß. Sie wollen mich erpressen, aber geben Sie sich keine Mühe. Vorschlag zur Güte. Sie rücken unser Sparbuch raus und wir halten die Klappe. Ich weiß genau, Sie verstehen sich auf Erpressung. Aber hier haben Sie es nicht mit meiner Frau zu tun. Für mich sind Sie eine Nummer zu klein. Sie haben sich die Sache ganz bestimmt noch nicht richtig überlegt. Ich meine, das wird doch verdammt unangenehm für Sie und sehr unerfreulich, wenn Ihr Sohn Sie fragt, wer ist denn eigentlich mein Vater? Langsam. Ja, lassen Sie auf der Stelle mein Zimmer. Versuch's doch nochmal, Wilhelm. Mensch, mach ich doch dauernd. Er muss da sein. Es wird noch Licht. Nicht. Da, versuch selber. Mensch, Wilhelm, da stimmt doch was nicht. Vielleicht hat er wieder seine Herzattacke. Los, komm, wir gehen hoch. Sie sind der Anrufer? Ja. Ja, Schnurbusch. Schnurbusch mein Name. Ich bin der Pfarrer von Dr. Bartoschek. Seit Jahren. Er ist tot. Mhm. Und der Totenschein? Ist ausgeschrieben. Sehen Sie selbst. Die Todesursache ist ziemlich eindeutig. Messerförmiger Einstich in die Herzgegend. War er gleich tot? Ja. Aber trotzdem war es schwer zu sagen, wann der Tod eingetreten ist. Gegen 17, 18 Uhr etwa. Vorhin, 17:30. Nur so, Oberleutnant, das vermutliche Tatwerkzeug, alle Fingerabdruckspuren gesichert. Ist gut, alle Auswertungen gleich zu mir dann. Er hat nach Ihrem Notruf niemand aus dem Institut gehen lassen. Jedenfalls habe ich ihm das eingeschafft. Er sollte alle, auch die wissenschaftlichen Mitarbeiter, in den Speisesaal bitten. Ohne Angabe von Gründen. Hoffentlich ist das gut gegangen. Komm. Und Sie haben alles so gelassen, wie es war. Nichts angefasst. Nichts verändert, nichts berührt, Unberufe ferngehalten, Genosse Oberleutnant. Warum sind das hier? Klingt wie ein altes Lehrbuch von uns. Ich bin VP-Helfer. Aber wenigstens einen Glücksumstand in der Sache. Ja, ich möchte mich dann verabschieden. Danke, Doktor. Wo wollen Sie denn hin? Entschuldigung. Roth ist mein Name. Dr. Roth, ich bin hier Parteisekretär. Der Genosse Schnurbusch hat mich angerufen. Ich kann es immer noch nicht begreifen. Oberleutnant Hübner, sagen Sie, Genosse Roth, wer in aller Welt kann das getan haben? Was das betrifft, Genosse Oberleutnant, das traue ich hier keinem Menschen zu. Niemandem. Hier gibt es zwar einige Starrköpfe und manchmal, da
Nehmen Sie kein Blatt vor den Mund, Doktor. Nun ja, vor einigen Wochen waren schon mal Ihre Kollegen im Hause. Weshalb? Die Leiterin unseres Casinos wird verdächtigt, Gelder veruntreut zu haben. Wurde diese Frau entlassen? Nein, sie arbeitet als Serviererin. Wir meinten, diese Frau sei erst dann eine Diebin, wenn ihre Schuld zweifelsfrei nachgewiesen ist. Wie heißt sie? Schneidereit. Schneidereit. Und das Oberlohn? Ja. Der Kaderleiter ist da. Und unser Wagen ist zurück mit der Sekretärin von Dr. Bartuschek. Gut. Wer verständigt die Angehörigen? Hat Dr. Bartuschek Kinder? Ja, einen Sohn. Können wir Ihnen irgendwie helfen, Frau Bartuschek? Ich muss Sie trotzdem noch etwas fragen. Hatte Ihr Mann Feinde? Gab es ein Motiv oder Gründe für diesen... Ich meine, Auseinandersetzung, irgendwelche Auseinandersetzung. Wir brauchen dringend Ihre Hilfe, Frau Bartuschek. Ich weiß nicht. Ja. Wann kann ich meinen Mann sehen? Sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich rufe Sie morgen früh an, Frau Bartuschek. Ja. Mein Vater. Ich weiß nicht, ob das mit seinem Tod zu tun hat. Aber er ließ mich vor 2 Tagen in sein Büro kommen und er sagte mir, wenn du etwas anderes erfahren würdest, ändert das nichts an der Wahrheit. Du bist mein Sohn und du bleibst mein Sohn. Willst du damit sagen, dass Dr. Bartuschek nicht dein Vater ist? Das ist alles so unbegreiflich. Hm. Wie spät war es denn, als er dich in dein Büro rief? Es war genau 17 Uhr. Ich wollte eigentlich zum Training, aber... Du gehst noch zur Schule? Ja, ich mache Berufsausbildung mit Abitur auf dem Bau. Hm.
Gerd, du musst jetzt zu deiner Mutter gehen. Die braucht dich. Achtung, Professor Rohrbach wird dringend gebeten, sich am Informationsstand zu melden. Professor Rohrbach wird dringend gebeten, sich am Informationsstand zu melden. Sie haben Dr. Bartuschek als Mitarbeiter sehr geschätzt. Ja, weil er einer von denen ist, die exzellente fachliche Arbeit und aktive Leitungstätigkeit zu vereinen wissen. Darin besteht seine Autorität. Er genießt die Achtung und das Vertrauen aller. Also eher Freunde als Feinde. Ja. Waren Sie mit ihm befreundet? Befreundet? Nein, befreundet eigentlich nicht. Dr. Bartuschek war in persönlichen Dingen außerordentlich zurückhaltend. Immer korrekt, immer in Arbeit. Er war ein leidenschaftlicher Sammler guter Literatur. Darüber konnte man sich mit ihm in Stunden der Muße wunderbar unterhalten. Das ist sehr schwer zu sagen. Vielleicht ein Beispiel? Ein Beispiel? Ich beschwerte mich mal bei ihm über gewisse Eigenmächtigkeiten seiner Sekretärin. Er hörte mich an, gab mir in der Sache recht und sagte dann, in 14 Tagen wirst du sie nicht mehr sehen. Ich war erschrocken. An derartige Konsequenzen hatte ich natürlich nie gedacht. Du wirst sie trotzdem in 14 Tagen nicht mehr sehen, sagte er, weil ich sie heiraten werde. Ich war wie erschlagen. Wir anderen übrigens auch. Kein Mensch hatte bemerkt, dass Bartuschek in seiner langjährigen Sekretärin mehr sah als eben meine Sekretärin. Obwohl sie eine sehr attraktive Frau war. Sie sprechen von seiner jetzigen Frau? Ja, ja. Sie heirateten und bald darauf kam ja auch der Junge. Herr Oberleutnant, wir haben ihn. Wen? Prowein. Prowein? Das ist der Nachfolger von Bartuschek. Seine Fingerabdrücke stimmen genau überein mit dem Abdruck, den wir gleich dreimal an der Verbindungstür zwischen Vor- und Arbeitszimmer von Dr. Bartuschek sichern konnten. Und die anderen Spuren an Bartuscheks Schreibtisch? Stimmen mit keinem der Fingerabdrücke überein, die wir in der Zwischenzeit von allen Kollegen der Abteilung Bartuschek haben. Danke. Bitte. Na dann nichts wie los. In 10 Minuten können wir im Institut sein. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Professor. Falls Sie in der bewussten Sache noch irgendetwas entgegengenommen haben, Kollege Mühlmann, einen Anruf oder was weiß ich. Morgen. Guten Morgen. Bitte kommen Sie doch in 10 Minuten auf mein Zimmer. Ja, vor einer Viertelstunde ist... Ja, schon gut. Ich sag's dir schon in 10 Minuten. Ist irgendwas passiert? Ach, Sie wissen noch nicht. Gestern Abend, gestern kurz nach Feierabend, ist Dr. Bartel... Ja, schon gut, Kollege Mühlmann. Gegangen, obwohl Sie zu ihm bestellt waren? Dr. Bartuschek sagte mir am Nachmittag im Tagesraum, mein Erscheinen bei ihm 17:30 sei hinfällig. Wann war das? 16 Uhr. Und was hat Frau Richter gesagt? Frau Richter? Ja, Dr. Bartuscheks Sekretärin. Sie blieb bei Ihnen stehen im Tagungsraum und sagte Ihnen etwas. Was war das? Vergessen Sie nicht, 17:30 beim Chef. Aber Sie konnten ja nicht wissen, dass Dr. Bartuschek in der Zigarettenpause anders entschieden hatte. Aber Dr. Frohwein... Grüß dich, Kollegen Frohwein zu. Vergessen Sie nicht 17:30 beim Chef. Die Fla-Mädchen, flüstert der zurück. Ja, die Sache ist mir etwas peinlich, Genosse Leutnant. Ich habe gestern das Haus sofort nach Tagungsschluss verlassen, weil ich im Stadtzentrum eine Verabredung hatte. Obwohl Sie mit Dr. Bartuschek verabredet waren? Ich,
Ich habe Kollege Bartoschek natürlich Bescheid gesagt, als ich mich von ihm verabschiedete. Was Fräulein Richter Sie daran erinnerte, ist Ihnen die Verabredung wieder eingefallen? Ja. Das klingt sehr überzeugend, Doktor. Wie heißt die Dame? Ich kenne nur Ihren Vornamen. Ich habe Sie erst vor 14 Tagen im Stadtrestaurant kennengelernt. Und dann ist die Dame zu Ihrer Verabredung nicht erschienen? In der Tat, ja. Woher wissen Sie? Herr Dr. Frohwein, was Sie sich da ausgedacht haben, das liegt weit unter Ihrer Intelligenz. Also ich kann nicht mehr sagen. Ich versichere Schon Ihnen... Schon gut. Wissen Sie, wessen Fingerspuren wir an Dr. Bartoscheks Zimmertür gefunden haben? Woher soll ich das wissen? Ihre! Und die sind mit Sicherheit von gestern Abend. Ich habe nichts mit dem Tod von Dr. Bartoschek zu tun. Das habe ich auch nicht gesagt. Kann ich denn jetzt gehen? Kennen Sie das? Das Arbeitszimmer von Dr. Bartoschek, was soll das? Und das? Dasselbe Zimmer, nur mit Ihrem Chef, nach der Tat. In überraschenden, schwierigen Situationen, Dr. Frohwein, wie reagieren Sie da? Wir ohne Fehl und Tadel sind. Ja, wir liegen vorn, unser Klima ist gut, das habe ich dem Oberleutnant deutlich gesagt. Und außerdem sind wir nun kollektiv oder sind wir kein. Was ist das eigentlich für eine Diskussion? Entschuldigung, Fräulein Richter, ich habe ein paar Fragen an Sie. Gehen wir darüber? Fräulein Richter, was ich Sie fragen wollte. Ist Frau Schneidereit Dr. Bartoschek gewesen? Ja, einmal. Das haben Sie mir nicht gesagt. Warum sollte ich Ihnen das sagen? Ist das denn so wichtig für Sie? Doch. Die Schneidereit. Ja, Moment. Das war ein Tag vor Dr. Bartoscheks Tod. Ja, vor 2 Tagen, so um die Mittagszeit. Und was wollte sie von Ihrem Chef? Das weiß ich nicht. Wie lange war sie denn bei ihm? Nicht lange, 10 Minuten vielleicht. Ist Ihnen am Verhalten von Frau Schneidereit irgendetwas aufgefallen? Eigentlich nicht. Oder? Ja, ich erinnere mich. Sie kam aus Dr. Bartoscheks Zimmer und rannte an mir vorüber. Ohne zu grüßen, während sie sehr höflich war, als sie ins Zimmer reinkam. Gab es Streit zwischen den beiden? Nee, das glaube ich nicht. Ich habe im Vorzimmer nichts gehört, was darauf hingedeutet hätte. Kam es öfter vor, dass Dr. Bartoschek lautstarke Auseinandersetzungen hatte? Ehrlich gesagt, das habe ich nie erlebt. Vielleicht hat Dr. Bartoschek der Schneiderheit nur gesagt, dass er seine Entscheidung in der Kündigungsfrage geändert hat. Aber dafür müsste natürlich Gründe haben. Schneiderheit. Wieso stoße ich eigentlich immer wieder auf diesen Namen? Hast du dir das Ermittlungsverfahren angesehen? Beinahe Wort für Wort. Naja, was soll das Rätsel haben? Wir knüpfen uns die Schneiderei am besten mal vor und fragen Sie, was Dr. Bartoschek von mir gewollt hat. Holen Sie doch gleich mal her. Ja. Nein, halt. Ich will mir doch lieber erst den Vorgang mal ansehen. Schneidereit Vera, geborene Hallank. Hallank. Hast du mal den Namen erwähnt? Nein, nicht, dass ich wüsste. Aber es heißt hier jemand Hallank. Hol mal die Namensliste. Ja. Nein, da ist nichts zu finden. Und ich sage dir, es existiert ein oder eine Hallank. Eine Hallank. Klar, Mädchen. Ehefrau Bartoschek, Sophia, geborene Hallank.
Ich weiß, was ich gehört und gelesen habe. Soll das eine Vernehmung sein? Mit welchem Recht eigentlich? Ich habe der Polizei schon alles gesagt. Die Kriminalpolizei lässt aus dem Spiel aus. Die ermittelt ein Verbrechen, wir dagegen ermitteln dein Verhalten. Und als Kollektiv werden wir mit den Gerichten konfrontiert. Und deshalb möchten wir von dir wissen, wie war es nun? Bist du gestern als letzter von uns bei Bartuschek gewesen oder nicht? Ich sah ihn liegen. Reglos. Den Blick gebrochen. Das Blut am Boden. Ich... Ja, aber was hast du unternommen? Nichts. Kollegen, ich war furchtbar erschrocken. War ja völlig kopflos. Ich bin zur Treppe gerannt und... Du hast tatsächlich niemanden benachrichtigt? Du hast dich nicht um Bartuschek gekümmert. Aber warum denn, Klaus? Warum? Vielleicht eine Erfahrung, die wir bei unserer Arbeit öfter machen. Das Versagen des Einzelnen muss nicht das Versagen des ganzen Kollektivs bedeuten. Genossen, das Obduktionsergebnis ist eindeutig. Jede Hilfe wäre zu spät gekommen. Wir haben Ihre Schwester verhaftet, Frau Bartuschek. Es macht sich leider notwendig, dass wir einen Blick in das Arbeitszimmer Ihres Mannes werfen. Wir haben doch Ihre Erlaubnis. Gib ihm das Sparbuch. Willst du nicht selber? Ich kann nicht, bitte. An den Herrn Staatsanwalt. Können Sie uns erklären, wie es in die Hände von Dr. Bartuschek gekommen ist? Ich hab's meinem Mann gegeben. War mein Entschluss. Bitte. Wie ist einem zumute, wenn man weiß, man kommt morgen raus? Sag mal. Gut. Ist. Weißt du, dass das alles so... so... ohne einen so weitergeht, das Leben so. Man ist weg. Juckt gar keinen. Wollte ich ab? Mein Junge. Na und? Siehst du da grau aus oder kannst du mit dem reden? Was weiß ich. Ich habe ihn 3 Jahre nicht gesehen. Das zahlt sich nicht aus. Das kannst du drehen, wie du willst. Man soll sich dahinter ja nichts vormachen. Ob du nur Poststempel fälschst oder... Raus hier. Raus hier! Na, na, doch! Au!
kannst dich aus der Verantwortung nicht rauskotzen. Ich habe mal irgendwo gelesen, wenn man aus den Kinderschuhen raus ist, ist man für sein Gesicht selber verantwortlich. Alte Fresse! Nein! Du bist ja hier raus. Wir wollen schließlich alle hier raus. Da müssen die draußen mit uns leben. Ohne Angst, verstehst du? Die müssen wissen, wen sie hier rauslassen.
Staatsanwalt. Besuch im Strafanlass. Wie Sie wissen, bin ich wegen Entwicklungsverbrechen verurteilt. Meine Führung im Strafvollzug ist ja gut, was Sie nachfragen können. Ich bin in den Jahren meiner Haft durch gründliches Nachdenken zu einem Schluss gekommen, dass ich doch nicht unschuldig an dem Tod von Dr. Bartoschek bin. Wo mein Bruder Karl-Heinz Schneider hat mich immer beeinflusst hat, denke ich heute, ich habe ihm zu lange zugehört, dass es nicht alles tun sollen. Meine Ehefrau Vera Schneidereit, geboren nach Holland, durch die Hauptschuldkraft habe ich doch gekannt, wie sie ist und denke heute, dass ich sie an den Diebstählen hätte hindern müssen. Ja, doch ich möchte noch einmal betonen, dass ich ganz bestimmt nicht mit dem Brieföffner zugestoßen hätte, wenn Dr. Bartoschek mich nicht stark gewirkt hätte bei dem Handgemenge, zu dem es leider gekommen ist. Dieses ist nicht meine Schuld. Meine Ehefrau, dieses ist nicht... Nicht meine Schuld. Meine Ehefrau ist aus der Haft entlassen und geht wieder einer ordentlichen Arbeit. Ja, das möchte ich auch und versprechen. Dieses ist nicht meine Schuld. Nicht. Alles Quatsch. Mein Bruder Vera. Was soll das Quatsch? Du kannst es drehen, wie du willst. Die Rechnung geht nicht auf. Ich bin schuld. An dem Geld. An dem Tod. Meine Schuld. Das ist meine Schuld. Und das muss ich auch schreiben. Knallhart.